gibt so einen schönen Spruch von Martin Luther King. Wir müssen immer wieder Dämme des Mutes gegen die Fluten der Angst errichten. Letztendlich kann man alles in Liebe definieren, ja? Ein bisschen mal mehr zusammenstehen, mehr Love in allen Ecken und Enden, um mal wieder mehr sich als Mensch zu begegnen. Absolut, absolut. Mehr miteinander und in Lösung denken als in Abgrenzung und Angst. What beats fear? Diskutiere ich mit Didier. Wir sind ja viel auf philosophischen Ebenen und manchmal unterwegs und dann haben wir diskutiert, ja, what beats fear? What beats darkness? Ja, love. Letztendlich ist es dann und ist in allen bedingungslosen Arten und Formen. Super spannend, wo wir hingekommen sind. Wir wollten über Surfen reden, aber sind halt echt ein Gesellschaftsthema. Was waren denn das jetzt für Stimmen? Die eine kam dir vielleicht trotz des etwas dumpfen Tons bekannt vor, aber die andere? Moin und willkommen zurück bei Wellenlänge. Und gleich erst einmal zur Aufklärung zur Frage nach den Stimmen im Intro. Das waren als Antworten da einmal der gute Martin Walz, Mentaltrainer unter anderem beim Deutschen Wellenreitverband und mein Auftraggeber und werter Kollege im Podcast Stärke beginnt im Kopf vom Sportcoaching Startup Spomind. Ich schätze mich ja sehr glücklich, mittlerweile über meine Surf-Podcast-Tätigkeit die Chance zu haben, mittlerweile 2 und vielleicht sogar bald 3 völlig unterschiedliche Podcasts produzieren und mitgestalten zu dürfen, was ich echt irre cool finde. Da habe ich auch nie bei Start dieses Projektes dran gedacht, dass das mal dabei rauskommen könnte. Zum dritten Podcast gibt's Infos, sobald der Spruch reif werden sollte. Da bin ich selber gespannt auf die nächsten Wochen. Bei Phil und Spomind geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Trainerausbildung im Sport. Und wir bieten da ein recht diverses Angebot aus unterschiedlichen Sportarten und Blickwinkeln an. Ich bringe da mein Netzwerk auch immer gezielt mit ein und Phil hat zuletzt 2 meiner bisherigen Gesprächspartner, nämlich einmal den guten Martin Walz und den Michael Zirlewagen, den Präsidenten des Deutschen Wellenreitverbandes, zu Besuch gehabt. Außerdem gibt es sehr viele weitere interessante Themen und ich dachte, ich nutze die heutige Episode einfach mal, um dir diesen Podcast mal ein bisschen anzuteasern. Denn der Phil hat mit den beiden nicht nur gezielt über Surfen gesprochen, auch wenn das natürlich irgendwie der Aufhänger war, aber es geht bei ihm halt viel um Persönlichkeitsentwicklung, um Trainerausbildung und um Gesellschaftsstrukturen im Sport. Da kamen interessante Sachen bei raus auf jeden Fall. Wir starten mal direkt mit dem Gespräch mit Michael Zirlewagen. Das kommt jetzt als komplettes Interview am kommenden Donnerstag raus. Und in dem Gespräch ging es zunächst mal über Surfen allgemein und über Micha, wie er dazu gekommen ist, was der Sport für ihn bedeutet. Dann um Training und Trainerausbildung im DWV. Wie läuft so ein Training da ab? Über Digitalisierung im Training wird gesprochen. Es geht um die Olympiateilnahme von Leon Glatzer im Kurzfall und vor allen Dingen um die Herausforderungen des DWVs jetzt als Spitzensportverband mittlerweile, gerade in Hinsicht, dass Surfen ja jetzt auch dauerhaft olympisch wird, um die Ziele des DWV und noch einiges mehr. Ich habe hier jetzt nur Auszüge aus dem Gespräch herausgesucht. Das volle Interview kommt, wie gesagt, am kommenden Donnerstag, den 7.12. und das kannst du dir dann gerne direkt anhören. Ich verlinke den Podcast entsprechend hier in den Shownotes. Erstmal viel Spaß mit ein paar Gesprächsfetzen von Phil und Micha. Sehr gut. Ich finde es cool, weil ich kenne das ja selber, je kleiner vielleicht ein Verband oder je kleiner eine Organisation wird, desto diverser und desto allumfassender werden ja die Aufgaben und die Einblicke. Das heißt, eigentlich kannst du uns erzählen, was der DFB macht, weil du alles kennst. Ja, eigentlich ja, wobei deren Aufgaben sicher sehr viel größer sind in allen Ausschüssen und in allen Bereichen. Ja, verstehe ich, war auch ein kleines bisschen suffisant gemeint. Lass uns mal zum Surfen kommen. Also ich, auch wenn ich mit dem Benny, wir haben jetzt mal geguckt, irgendwie schon über 30 Folgen über Spomind, über Persönlichkeit, über Sport und verschiedene Sportarten, verschiedene Ämter, verschiedene Positionen gesprochen habe, haben wir eigentlich noch nie über Surfen gesprochen.
Was macht denn für dich so ein bisschen die Faszination Surfen, Wellenreiten jetzt im Konkreten? Beziehungsweise, was vielleicht auch ganz spannend ist für die Hörer da draußen, wie steht denn ihr zum Windsurfen? Also ich finde alle Disziplinen, die mit der Natur spielen, immer toll. Das beantwortet auch so ein bisschen die Frage. Also ich finde das Tolle beim Wellenreiten ist, dass man mit der Natur mitspielen darf. Ne? Mit Wasser, mit der stärksten Naturkraft, das ist einfach toll. Also das ist auch immer relativ schnell erklärt. Insofern also nicht nur für Menschen, die den Sport nicht kennen, sondern auch für mich persönlich, wenn mich jemand fragt, so was da das Ziel ist oder sonst wie, da ist so ein bisschen eigentlich der Weg das Ziel, weil du sitzt dann 2 Stunden im Wasser und hast ein paar Sekunden eine Welle, falls nicht irgendwelche Athletinnen, Athleten von uns da sind, die signifikant besser surfen als ich oder andere, ne? Und dann sitzt du da draußen und hast ein paar Sekunden auf der Welle und wenn du das Ganze drumherum nicht liebst, dann ist der Sport nichts für dich, ne? So, weil das ist womöglich kalt, du musst ein Neo anziehen, es hat Strömung, du musst gucken, stimmt die Zeit und also da gibt's so viel drumrum, wenn man dann sagt, ja, ich spiele jetzt irgendwie eine Sportart in der Halle oder sowas, dann hast du da nicht so viel drumrum und mehr von der Sportart selber quasi. Ja, und das macht's aus, also im Meer sein, mein Kopf ist da frei, mein Kopf ist leer, ich denk nur daran, was um mich rum passiert, wo sind die anderen Surferinnen, Surfer, kommt eine Welle, muss ich unter einer Welle gleich durchtauchen. Das Durchtauchen ist auch sensationell. Also ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll, zu schwärmen. Ne? Also seit wann, ist schon eine sehr, sehr tolle Sportart. Seit wann surfst du oder seit wann bist du oder ab wann bist du mit der Sportart in Berührung gekommen das erste Mal? Ich hatte mit meiner Internetagentur schon Kunden, die im Surfbusiness sind. Da war ich selber aber noch Skater. Ich bin 20 Jahre Miniramp gefahren, viel Skateboard gefahren damals und habe Surfen dann angefangen, weil ich dachte, das wäre besser für mich für die Zukunft, weil man das sein Leben lang machen kann, weil ich beim Skaten eine schwere Fußverletzung hatte. Mhm. Und mir überlegt habe, okay, du bist selbstständig, irgendwie ist es vielleicht besser, wenn du dir irgendwas suchst, was du auch noch mit 80, 90 machen kannst. Und da bin ich auf Surfen gekommen, weil viele Freunde natürlich, ne, Skaten, Snowboarden, Surfen, ne, ja, das liegt alles nah beisammen. Und viele Freunde aus Köln, wo ich damals gewohnt habe, waren Surfer und die haben gesagt, Micha, komm mit, mehr. Prima. Und dann habe ich das einmal gemacht und ruckzuck hängt man da und ist in einem Spitzensportverband tätig. Mhm. Einmal falsch abgebogen, ne? Ja, einmal abgebogen und schon sitzt du da, ja. Einmal eine Welle verpasst, hängst du da im Amt. Ja. Mega spannend. Ich weiß aber genau, was du meinst. Bei mir geht das so ein bisschen so mit Wintersport. Das muss man ja auch lieben, ne? So diese ganze Kluft und da raus, kalt, angezogen. Ja. Aber nee, es ist wirklich, also du hast schon recht, man muss sich echt damit identifizieren, man muss schon so dieses Gefühl, da draußen zu sitzen, das irgendwie genießen. Also ich persönlich bin ja auch wirklich ein eher Wassermensch als zum Beispiel Schneemensch. Deswegen verstehe ich das schon, dass man über die Bedingungen da rankommt. Aber jetzt trotzdem gefragt, wir leben in Deutschland, ist ja trotzdem nicht so einfach, ne, da so die Bedingungen zu schaffen. Das ist richtig, wobei es gibt ja jetzt auch seit geraumer Zeit viel Möglichkeiten in stehenden Wellen, ne? Rapid Surfen, was natürlich was anderes, andere Disziplin quasi, aber trotzdem auch sehr artverwandt natürlich. Aber damals war es auch so, dass ich das große Glück als Selbstständiger hatte, dass ich lange Reisen gemacht habe oft. Also wir waren teilweise 2 Monate, ein paar Jahre hintereinander immer in Frankreich, Spanien, Portugal. Und da hat man dann halt die Zeit. Ne? So, ich habe von unterwegs gearbeitet. Mir war schon immer Zeit wichtiger als Geld in meinem Leben. Und dann konnte ich das in der Selbstständigkeit umsetzen und habe das dann auch gemacht. Ne? Ja,
also letztlich ja auch nichts Außergewöhnliches, aber was ich damit ja auch sagen möchte, ist, dass die Bedingungen in Deutschland ja jetzt nicht super surffreundlich sind, zumindest wenn man jetzt erstmal an das klassische Wellenreiten, wie es halt vielleicht früher entstanden ist, denkt. Ja, das ist klar. Ne? Also das sieht man ja auch, wenn man direkt mal einen näheren Blick auf unsere Athletinnen und Athleten wirft, dass die alle nicht jetzt irgendwie in Stuttgart oder in was weiß ich, wo in Deutschland wohnen, sondern halt alle einen deutschen Pass haben, aber oft auch mit Eltern, die in anderen Ländern auch stationiert sind, dann dort die Möglichkeit hatten, schon von klein auf zu üben. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen, ne? Also deutsche Surferinnen und Surfer, also vor allen Dingen zwei Frauen kommen mir da in den Kopf aus Deutschland, die das auch geschafft haben als Deutsche, die in dem Land leben. Mhm. Aber die meisten leben natürlich außerhalb des, ne? Wenn du hier jetzt ich wohne in Nordrhein-Westfalen wohnst, dann fährst du halt mindestens nach Holland. Und dort sind die Bedingungen oft gut, aber auch nicht so toll. Ja. Und selbe ist ja auch auf Sylt oder sonst wo man in Deutschland noch surfen kann. Das hilft natürlich nicht so viel, wie wenn du irgendwo an einem Spot wohnst, wo es regelmäßigere und bessere Bedingungen hat, regelmäßigere Wellen, bessere Bedingungen, ja. Die Argumente und die Diskussion, die kennen wir ja so ein kleines bisschen auch aus dem Wintersport. Na klar, haben wir die Voralpenregion, ne? Aber es ist ja schon signifikant. Da hatte ich auch eines meiner ersten Podcasts war mit meinem Kommiliton, der beim DSV angestellt ist. Und der sagt halt auch, wir müssen extrem diese Wetterbedingungen natürlich uns anpassen. Und uns fehlt halt Skizeit. Ne? Und so kann ich mir jetzt natürlich bei euch das auch vorstellen, dass wenn ich die Gegebenheiten nicht habe, fehlen mir natürlich einfach die Stunden an Übzeit, Trainingszeit, ganz einfach. Ja, voll. Und vor allen Dingen beim Surfen ist es halt auch wirklich total verrückt, weil jede Welle einfach anders ist. Mhm. Und kannst entweder durch viel Übung Wellen lesen, lernen, und Talent gehört natürlich dazu, klar, ne? Aber da brauchst du trotzdem so viel Übung, weil jeder Spot, jeder Winkel, jede Gezeit, jeder Wind, jede Windänderung, alles beeinflusst das so derbe, dass wenn du das auf einem hohen Niveau machen willst, du einfach sehr, sehr viel Trainingszeit brauchst. Ja, ist letztlich immer so im Leistungssport, aber verstehe ich auch vollkommen für eure Sportart. Jetzt stellt sich mir aber trotzdem die Frage, wie schafft ihr es, dann vor allen Dingen auch Nachwuchsspitzenathleten oder ja doch Nachwuchsspitzenathleten, die vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, dahingehend zu unterstützen und zu entwickeln, wenn die Bedingungen hier gar nicht in unserem Land so richtig gut sind? Ja, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Ne? Also das also liegt darin begründet, dass wir, wie du sagst, natürlich dann hier in so einem Landlocked-Land auch nicht so richtig einfach mal schauen können auf dem Sportplatz, wer ist denn gut so. Ja. Allerdings ist diese Geschichte auch ein Vorteil ein bisschen, weil alle, die irgendwie Ambitionen haben und gut sind, die treten auch an den Verband heran oder man sieht die, mal irgendwo bei einer Surf-DM oder bei irgendwelchen Meisterschaften in irgendwelchen Ländern drumherum oder bei irgendwelchen Events junge Damen und Herren oder Mädchen und Jungen, die irgendwie echt verrückt gut sind und die spricht man dann an oder die kommen zu uns. Also dieser Bereich ist gerade im Aufbau und das ist aber auch eine der wirklich großen Herausforderungen und auch ein Ziel, was bei uns ganz vorne steht, weil wir natürlich ansonsten zukünftig dastehen ohne Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, wenn wir keinen Nachwuchs haben, ne? Also wird jetzt auch gerade aufgebaut von Kolleginnen und Kollegen von mir in den Ausschüssen, die machen Coachings. Unsere Trainerin, in dem Fall brauche ich gar nicht gendern, weil es zwei Trainer sind, schauen auch immer wieder, wen sehen wir da, wen finden wir da. Und es ist auch eine kleine Community. Ne? Also so viele Leute surfen jetzt auch wieder nicht, dass wenn da irgendwelche jungen Mädels und Jungs sind, die irgendwie hervorstechen, dann kriegt man das auch mit. Ja, also verstehe ich vor allen Dingen den Punkt auch, wenn man sich in der kleinen Bubble bewegt, dann
kommt man wahrscheinlich zwangsläufig da gar nicht drum herum, wirklich die Guten da irgendwo zu sichten. Im Umkehrschluss bist du ja schon halb drinnen. Zum einen in der Trainerentwicklung, wo ich unbedingt nochmal mit euch oder mit dir jetzt drüber sprechen möchte. Zum anderen, was mir aber auch jetzt gleich im Kopf kam, du hast ja vor uns gesagt, dass so diese stehenden Wellen etc., dass das schon eher in Deutschland machbar ist und dass da vielleicht auch, zumindest hat mir das der Benny so klein wenig geflüstert, da so einen kleinen Trend dazu gibt. Gibt es da vielleicht nicht auch die Option oder die rationale Entscheidung, da eher auf solche Dinge drauf zu gehen, als vielleicht an die, die jetzt gar nicht so richtig, die schwieriger umzusetzen sind? Ja, also was wichtig ist, dass man unterscheidet, dass die Disziplin auf stehenden Wellen, also Rapid Surfen, sich sehr unterscheidet. Ne? Und die Dinge, die man wirklich auch nach einem Wettkampf im Meer braucht, wie Wellenauswahl, irgendwie Wellen lesen dann und die unterschiedlichen Wellen auch surfen können, das lernt man auch aufgrund schon der anderen Beinbelastung auf den Rapid Surf Wellen im Gegensatz zu Wellen im Meer. Das lernt man da nicht. Ne? Also das ersetzt das nicht. Aber viele Surferinnen und Surfer, die im Meer surfen, surfen auch stehende Wellen und andersrum. Und das ist auf jeden Fall kein rein deutsches Trendding, sondern das ist wirklich ein weltweit sich signifikant nach oben bewegendes wie soll ich sagen, eine Disziplin quasi, die sich echt arg entwickelt und uns auch sehr entgegenkommt, weil wir dadurch auch als Verband endlich mal auch im Land ein bisschen bessere Karten haben und nicht nur im Gänsefüßchen im Ausland dann sichtbar sind mit einer Surf-DM, die wir bis jetzt immer traditionell in Frankreich am Meer als Gäste dort machen. Ne? Ja. Ich glaube, um zurück zur schmunzelnden Frage mit dem DFB. Ich glaube, der DFB hat ein paar Millionen, ne? Irgendwie bloß mal als ja, es ist natürlich abartig und überhaupt nicht vergleichbar. Es ist auch total lustig, weil wir dieses Jahr im DOSB der olympische Verband sind mit am meisten Mitgliederzuwachs in prozentualer Zahl. Was halt irgendwie, ne? Da ist dann der Statistiker gefragt, die Statistikerin, die sagt ja, Prozent, Leute. Es geht hier um Prozent, nicht um Menschen. Also nicht um die Zahl an für sich. Ja. Sehr gut. Ja, aber trotzdem immerhin, toll. Absolut. Ja, klar. Wir sind total happy. Ja, ja. Es schärft Aufmerksamkeit und ihr kriegt ein bisschen mehr Spotlight, ne? Das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe halt nur gelacht, weil es sind da irgendwie echt, glaube ich, knapp 40 oder über 40%, so wo man dann denkt, so wow. Ja, aber bei 1800 Mitglieder ist es natürlich, sind es im Verhältnis zu den anderen Verbänden natürlich wenig Menschen. Ja. Wir sind jetzt auch offiziell bei Statista vertreten. Das finde ich auch, ist ein Meilenstein der Geschichte, dass man uns da nicht mehr mit den Windsurfern in einen Pott alles, was im Wasser stattfindet, irgendwie wirft, ja? Sondern dass jede Disziplin seinen eigenen Bereich bekommen hat. Apropos, das ist lustig. Ja. Apropos Statista, du hast gesagt, ihr seid der zweitkleinste. Wer ist der kleinste, um das zumindest noch aufzulösen? Ich glaube, Curling. Ah. War's. Ja. Okay, also es wird nicht unterschieden. Hoffentlich lüge ich jetzt nicht. Es wird nicht unterschieden zwischen Winter und Sommer. Das ergibt dann natürlich dann auch nochmal ein bisschen Sinn. Okay, gut. Ich habe mir auch einen Punkt aufgeschrieben, da geht es um Verbandsentwicklung. Und ich hatte ja so bei der Anmoderation auch schon mal, ja, ich habe erwähnt, dass ihr seid, jetzt hilf mir ganz kurz, nächstes Jahr ist wieder Olympia, seit 8 Jahren jetzt, fast 8 Jahren, ich glaube, oder war Tokio das erste Mal? Tokio war das Debüt, ja. Tokio war das Debüt, also seid ihr quasi Frischlinge und seid in der zweiten Olympia-Dekade. Was bedeutet das für so einen Verband? Was sind so die größten Veränderungen? Nimm uns da mal mit auf den Veränderungsprozess vielleicht auch.
ja, macht doch Lust auf mehr, oder? Das ist immer das Interessante, finde ich, wenn jemand dann, es ist eine Stärke von mir schon, dass ich nicht unbedingt so profimäßig im Surfen, im Profisurfen drinstecke, dass ich da teilweise schon mal Fragen stelle, die vielleicht auch dem einen oder anderen, der tief in der Materie drinsteckt, zu einfach erscheinen. Aber gerade für den Otto-Normal-Surferin ist es dann halt irgendwo auch angemessen. Und das nimmt nochmal ein neues Level an, wenn halt jemand fragt, der mit dem Surfsport eigentlich gar nichts zu tun hat, wie der Phil. Von daher, ja, spannendes Interview, kann ich nur noch mal empfehlen. Werbung. Ja, im Werbeblock muss ich mich erstmal entschuldigen, falls jemand in der letzten Woche auf meinen Audioblog-Artikel Geschenke für deinen Surfbuddy zugreifen wollte. Ich habe festgestellt, dass die Version, die ich vor knapp 2 Jahren erstellt hatte, auf gut Deutsch ziemlicher Käse war, ehrlich gesagt. Und noch nicht mal veganer Käse. Nee, richtiger Käse. Also entsprach einfach nicht mehr dem, was ich mittlerweile für ein... Entsprach nicht mehr meinem Anspruch, sage ich mal so. Entschieden habe ich deshalb, das komplett zu löschen und neu zu erstellen. Ja, und was soll ich sagen? Da bin ich einfach noch nicht zu gekommen. Viel zu tun, dann sind die Kinder krank. Folgerichtig war ich auch ein paar Tage krank und lag flach samt meiner Frau. Ich probiere das im Laufe der nächsten Woche aufzuholen. Versprechen kann ich hier jetzt aber leider auch gar nichts dazu. Von daher, wenn der dann fertig ist, dann werde ich sie nochmal ankündigen. Sorry erstmal für alle, die da jetzt gedacht haben, vielleicht ein paar gute Ansätze zu kriegen. Es wird irgendwann nachgeholt. Soll ja auch kein reines Weihnachtsding sein, sondern vielleicht generell das Jahr über auch laufen. Ansonsten, wer auf jeden Fall gute Geschenke noch braucht, guckt doch auf jeden Fall mal bei Freaks of Fashion rein. Mein Mediapartner, den lieben Markus. Wie immer erwähne ich den gerne. Und wirklich auf seiner Website gibt's viele coole Sachen, ob es nun Klamotten oder Tassen oder irgendwelche Sachen mit guten Surfmotiven drauf sind. Da findet sich eigentlich schon allerhand, wenn man jetzt dort das passende Weihnachtsgeschenk sucht. Danke auch wieder für das Titelbild. Das habe ich diesmal auch einfach nur aus seinem Instagram-Archiv geklaut und für diese Folge genommen. Ja, kann sich jeder drüber nachdenken, was er darunter versteht und in welchem Zusammenhang das zur heutigen Folge steht. Ich danke Markus auf jeden Fall für die viele Unterstützung in diesem Jahr schon wieder. Und natürlich ist Markus mit allen Details in den Shownotes verlinkt. Werbung Ende. Ebenso spannend und vielleicht noch spannender war es wieder mal mit dem guten Martin Walz. Ich hatte ihn ja auch schon mal zu Gast bei mir im Podcast. Ausgangspunkt war tatsächlich auch da, eigentlich über Surfen zu reden und über Martins Funktion als Mentaltrainer und ja quasi Co-Nationaltrainer beim Deutschen Wellenreitverband. Frage an ihn war halt auch sowas wie, was macht einen guten Trainer aus und solche Themen. Es ist irre philosophisch geworden, das Gespräch von Phil und Martin. Super spannend, dem zuzuhören einfach. Ich hatte ja auch halt schon das Vergnügen, mit Martin in meinem Podcast sprechen zu dürfen. Und ich versuche ihn wahrscheinlich auch nochmal ans Mikro zu bekommen für das nächste Jahr. Ich hätte da noch so einiges, was ich gerne von ihm wissen würde oder seine Einschätzung dazu hätte. Ein irre spannender Typ, kann ich nur sagen. Ton war halt leider in dem Interview nicht so doll, aber da muss man wohl leider manchmal mit leben. Das wäre doch irgendwie, zumindest für mich im Eingang-Denken, eine schöne Vorstellung, wo wir hinkommen könnten. Voll, also gibt es so einen schönen Spruch von Martin Luther King, wir müssen immer wieder Dämme des Mutes gegen die Fluten der Angst errichten. Ich denke, das ist genau ein gutes Bild, was vor allem in dem Zeitgeist von stürmischen Zeiten und letztendlich kann man alles in Liebe definieren, ja. Ein bisschen mal mehr zusammenstehen, mal mehr auch wieder mehr Love in allen Ecken und Enden, um mal wieder mehr sich als Mensch zu begegnen. Und das, Ideologien. Ja. Absolut, absolut. Mehr miteinander und in Lösung denken als in Abgrenzung und Angst. Ja, Angst ist ja auch so ein bisschen Abgrenzung. Deswegen, was ist die beste Antwort? What beats fear? Diskutiere ich mit Didier. Wir sind viel auf philosophischen Ebenen und manchmal unterwegs und dann mal diskutiert, ja, what beats fear? What beats darkness? Ja, love. Letztendlich ist das dann und ist in allen bedingungslosen Atmen, ja.
super spannend, wo wir hingekommen sind. Wir wollten über Surfen reden, aber sind halt echt ein Gesellschaftsthemen. Aber klar, wir sind halt auch, und das finde ich auch das Schöne, und das ist vielleicht auch meine Antwort, weil ich dich ja gefragt habe, warum ist es bei dir der Sport geworden oder was hält dich so ein bisschen im Sport? Ich finde das auch eine super, super spannende, nennen wir es einfach Branche, auf jeden Fall Metier, das Sport. Und es verkörpert halt, es ist auf jeden Fall Teil der Gesellschaft, das heißt, da passiert genau das Gleiche wie in anderen Gesellschaftsstrukturen oder Bereichen. Und ja, also für mich ist halt so dieser Emotionsgedanke extrem wichtig und groß, dass man da auch mal sein kann. Und letztlich, und die, das ist auch so ein bisschen eines unserer Purposes oder vielleicht auch eines der oder der Purpose, Sport hat schon auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu tun als reine körperliche Betätigung. Und das ist, glaube ich, vielen nicht so richtig bewusst, die im Sport aktiv sind oder vielleicht den Sport mitgestalten oder vielleicht auch im Sport oder mit Sport sozialisiert wurden. Daran möchten wir so ein kleines bisschen arbeiten. Deswegen bin ich quasi bei meinem letzten und recht großen Thema Trainerdasein. Co-Trainer hast du gesagt, bist du? ja, unterstreichst es auf jeden Fall mit. Hast selber einen sehr, sehr engen Draht zu einem der Top-Trainer in eurer Sportart. Was denkst du, was macht einen guten Trainer aus? Um jetzt zumindest im deutschen Wording zu bleiben, aber gerne so vielleicht auch mit den Begriffen, die dahinter stehen, zu arbeiten. Die Demo, den Menschen zu sehen, vor allem. Die Demo, sich als Ausführungsgehilfe zu sehen und nicht quasi sich sein Ego erhöht durch die Arbeit. Auf Kommunikationsebenen halt zu gehen, wo man Vertrauen schaffen kann, dass man Vertrauen auch belasten kann und dadurch führen kann, auch durch schwierige Zeiten, weil das auch die Aufgabe eines guten Trainers ist. Aber das mit Liebe und Wertschätzung und Respekt, also. Und vor allem dann, wenn alles lauter wird, und das ist das Allerwichtigste, wenn drumherum alles lauter wird, alles hektischer, alles chaotischer und stürmischer und schlimmer wird. Und man glaubt, alles geht den Bach runter. Dass dann genau ein guter Trainer ruhiger wird, azyklisch arbeitet und die richtigen Akzente und die richtigen Dinge tut. Und das unterscheidet einen großartigen Trainer von einem schlechten Trainer, weil die, die dort mitgehen und die Hektik und den Frust und die Emotionen mit reinbringen, kein guter Leader definieren. Und ich glaube, das muss ein Trainer wirklich auch sein. Und das hat mit ganz viel Eigenarbeit manchmal auch zu tun und manchmal auch sehr viel Innenschau. Den Mut der Innenschau. Ja. Mut Kommunikation. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Kommunikation ist immer Selbstoffenbarung. Die Ebene verpassen wir oder vergessen wir oder verdrängen wir, glaube ich, immer ein klein wenig oder schnell. Aber das ist ja genau das, was du ansprichst. Ja, und dann auch mal sagen, sorry, auch die Menschlichkeit zu sehen und auch selber an seine Menschlichkeit appellieren, aber auch das auch zeigen zu dürfen, Vertrauen und Beziehungen, wo man merkt, dass man füreinander einsteht, aber auch auf einer professionellen Ebene, auf einer sachlichen Ebene, aber wertschätzenden menschlichen Ebene. Und auch die Kunst zu differenzieren, was Nähe und Distanz richtig hat. Die Kunst, dass ich sage nicht, dass das da die Trennschärfe, sondern die Kunst, auch das zu erkennen, das zu wissen und sich weiter immer jeden Tag neu zu hinterfragen, zu definieren. Und das ist anstrengend, das macht vielen keinen Spaß, aber ich denke, das fehlt in manchen Bereichen auch sehr viel. Weil ich doch in diesen beiden Welten der Sportpsychologie auf der anderen Seite und das auch in anderen Top-Teams eben auch habe und auch natürlich mich in eine Trainerrolle auch sehr gut reinversetzen kann durch meine Honorarkraft beim Deutschen Wellenreitverband. Ich habe hier eine Frage, die sticht mir so ein bisschen ins Auge und ist auch eigentlich nur folgerichtig. Was denkst du, was die größte Herausforderung aktuell ist vom Trainerdasein? Ich glaube, zum einen in Deutschland diese heftige Honorierung teilweise in vielen Bereichen, die einfach dieses Privatleben, diese ganzen Rollen, die man plötzlich hat,
Coach-Rolle, Ding, dann will man da mitgehen, will man auch die extra Meile mitgehen, aber hat auch ein Privatleben, muss irgendwie auch eine Finanzierung hinbekommen. Ja. Es gibt die, die in einem bequemen Setting sind, es gibt die, die halt quasi wirklich immer strugglen und da einfach auch da, wenn das ein Kulturgut ist, und ich glaube, dass Sport, Breitensport auch, und dafür muss der Leistungssport auch den gesellschaftlichen Auftrag haben, den er ja hat, Vorbilder zu generieren, um Leute zu motivieren, um auch quasi dadurch, dass Kinder einfach in Vereinen sind, in Clubs, dass es Angebote gibt, durch alle Geschichten, weil das ist unser gesellschaftlicher Kit. Ja. Das ist das, wo man wirklich viel kitten kann. Aber wenn plötzlich daran jetzt auch gespart wird, was man durch den Herrn Lindner eben auch mitbekommt, ja, in allen Bereichen, und das plötzlich, das, was unser gesellschaftlicher, demokratischer Kit darstellen kann und uns verbinden kann, wieder auch aus, das ist das, was das deutsche Trainertum und auch die, es gibt so viel engagierte junge Männer und Frauen in dem ganzen Sport. So viele Menschen, die sich so engagieren. Es hat was mit Wollen zu tun. Aber wenn plötzlich alles andere wieder wichtiger ist und eigentlich das, was unsere demokratische Gesellschaft zusammenhalten kann und das auch als Kulturgut wahrnehmen will, aber wenn alles nur skaliert werden muss, dann kann man das auch von der kulturellen Ebene ausdörren. Und das ist derzeit ein gesellschaftspolitisches Thema und das darf man auch so benennen. Mhm. Und wenn aber jedes Mal nochmal eine Taskforce und eine neue Agentur, ob das jetzt über den DOSB, über das BMI ist oder ob das in anderen sozialen Bereichen, für die Vereinsstruktur ist, für die Breitensportbereiche, die ja auch wieder mit dem Spitzensport vernetzt sind irgendwo, ja, dann muss man halt auch sagen, ja, das geht eigentlich auch uns alle was an. Das ist gerade das größte Problem aller, weil viele, die auch wirklich die Engagiertesten sind, pfeifen aus dem letzten Loch. Ja. Es erinnert mich auf jeden Fall an die Worte eines, wirklich, bin mit ihm schon sehr lange verbunden, er ist mittlerweile Generalsekretär, mittlerweile seit 7 oder 8 Jahren, Landessportbund in Sachsen, der Christian Dahms, habe auch mit ihm gesprochen im Podcast und er hat auch gesagt, das größte Problem, was wir halt aktuell haben, ist halt die Mangel an Wertschätzung und das halt gerade auch auf politischer Ebene, wo dann halt Wertschätzung auch hinsichtlich Fördergelder, Fördermittel, strukturelle Hilfen, etc., wo das damit gemessen, aber letztlich auch Ausdruck verleiht wird. Und wenn man das dann auch wirklich mal gegen, und jetzt möchte ich nicht gegen andere soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen hetzen oder so, gar nicht, überhaupt nicht, möchte aber trotzdem irgendwie auch nochmal ins Bewusstsein rufen, wie viele Möglichkeiten der Sport eigentlich, ja, neben der reinen Ertüchtigung, neben der reinen Reha-Gruppe doch noch mit sich hat, gerade in der Entwicklung vielleicht auch von Menschen, von jungen Erwachsenen, von Kindern hin zu Persönlichkeiten. Bin ich voll bei dir. Es ist super spannend, wie du das auch wahrnimmst oder wie du das beschreibst. Das ist eigentlich sehr, sehr schön zu hören. Gleichzeitig, Martin, so ein bisschen die Frage, hast du Einblick in andere Gesellschaften? Siehst du das vielleicht auch gerade so ein bisschen im Sinne des Zeitgeistes, dass der Sport vielleicht auch in anderen Ländern so ein bisschen das Problem hat? Oder der Trainer vielleicht auch in anderen Ländern das Problem hat, mangels Wertschätzung? Oder ist das wirklich kleines bisschen wieder so ein selbstgemachtes deutsches Problem? Ja. Sei gespannt auf die Antwort auf diese letzte Frage und auf viele weitere. Wird's im vollen Interview dann im Laufe des Januars geben. Der Termin ist da noch nicht, steht da noch nicht fest. Aber ich werde es hier im Podcast dann auch in meiner Episode erwähnen, wenn das Gespräch mit Martin Walz bei Stärke beginnt im Kopf online ist. Ich werde auch vorher noch mal schauen, ob ich am Ton nicht noch ein bisschen was drehen kann, beziehungsweise mir jemanden suchen, der mir da vielleicht helfen kann. Ich sag mal hier so Hashtag oder @JohnGray, der hat mir schon öfter geholfen. Vielleicht kann er ja auch an dieser Tonspur ein bisschen was retten. Da hat der Phil nicht so gut aufgepasst, da einfach noch mal ein bisschen gegen zu steuern. Ansonsten, falls du noch Zeit und Lust auf weitere Podcast-Unterhaltung oder auch Weiterbildung hast, vielleicht sitzt du ja einfach viel im Auto und hast da Zeit zum Hören oder hörst einfach gern neben der Arbeit irgendwo ein bisschen was,
dann schau bzw. hör doch gern einmal bei Stärke beginnt im Kopf rein. Wir haben da echt viele spannende Themen aus unterschiedlichen Sportarten. Im Interview waren mittlerweile viele verschiedene Gäste, zum Beispiel aus dem Fußball, aus Eiskunstlauf, aus dem Motorsport, aus dem Rudersport, aus dem Wintersport. Auch und Olympioniken waren schon darunter mittlerweile. Sonstige Funktionäre von Verbänden und ähnlichen Institutionen kommen zu Wort. Und das ist wirklich ein buntes Programm. Dazu sprechen Phil und ich regelmäßig in unserem Kabinengespräch zu Problemen und Herausforderungen im Breiten- und Leistungssport und da ja viel so gesellschaftspolitische Themen, die wir da besprechen und die dann halt den Sport betreffen. Macht immer sehr viel Spaß und ich glaube, es gelingt uns ganz gut, da gute Informationen und Unterhaltung rüberzubringen. Ich spreche dabei natürlich selbstverständlich auch öfters über Surfen, auch wenn Phil das im Gespräch mit dem Micha irgendwie da hier das Gegenteil behauptet hat. Nee, Surfen ist bei mir schon immer auf dem Programm und ich ziehe da einige Vergleiche, glaube ich. Den Link zum Podcast Stärke beginnt im Kopf vom Startup Spomind verlinke ich in den Shownotes. Da kannst du direkt drauf zugreifen. Außerdem im Shownotes Spotify-Playlists, wer ein bisschen Musik beim Autofahren vielleicht auch zwischendurch braucht und Kontakt zu mir sowie meine Podcast-Partner mitsamt Rabattcodes. Ansonsten halte ich es heute einfach kurz. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Und die letzten Worte gehören heute auch mal nicht dem Surfer-Dude, sondern Phil und Martin. Die machen meiner Meinung nach auch noch mal Lust auf mehr Infos und mehr Details aus diesem Interview. Macht's gut! Wir würden locker noch die nächste Stunde füllen mit verschiedensten Themen und kommen bestimmt auch vom 100. ins 1000. und wahrscheinlich noch tiefer. Ich habe trotzdem so eine kleine Kategorie, die nennt sich Entweder-Oder. Habe auch eine Idee, was ich dich fragen möchte. Nimm es nicht zu persönlich, ist vielleicht ein kleines bisschen provokativ. Lieber Mediziner geworden oder aber professionelle Surfkarriere, wie du es vielleicht jetzt betreust, was du vielleicht selber so nie erfahren hast? Mediziner. Wieso?